eine Woche mussten wir wieder warten. Jetzt ist es soweit. Wir schauen in die Sterne mit unserer Star-Astrologin Gerda Rogers. Und dann blicken wir schon aufs erste Sternzeichen, auf die Widder. Wie steht es um die jetzt im April? Die sind eigentlich zu beneiden. Ich glaube, die haben so alles im Griff. Die sagen, ich bin jetzt der glücklichste Mensch der Welt. Und wenn einmal eine kurze Störung reinkommt, macht es auch nichts. Sie stecken das weg wie nichts, weil sie so gut drauf sind. Ja, also ich würde sagen, liebesmäßig toll im Griff. Ich glaube, die planen Osterurlaub. Sollen sie auch planen. Die Ferien stehen vor der Tür. Und vor allem jobmäßig können sie sich nicht beklagen. Also was sie so vorhaben, das haben sie jetzt gut im Griff. Einen guten Lauf also für die Widder im April. Wie steht es um den Stier? Also da kann ich nur raten, liebe Stiere, kleine Krisen können absolut positiv bewältigt werden. Es ist keine Panik, kein großes Drama, aber selbst fühlen sie sich unruhig. Und immer wenn man auch seine Marsphase hat, ist man auch gesundheitlich, fühlt man sich da nicht so wohl. Da tut da die Wirbelsäule weh, da bist du vielleicht von der Stimmung nicht so gut drauf. Viele Stiere haben ja auch mit dem Hals zu tun. Die Stiere singen ja auch so gerne, sagt man, sind ja die großen Sänger. Ja, und wenn sie jetzt vielleicht Aktien haben, Finanzen, na gut, dann würde ich da mal nicht so genau drauf schauen, da kann es wieder rauf und runter gehen, wo man sich dann auch den Tag verärgert. Denn der Mars im Stier kann eine gewisse Unruhe bringen. Wie steht es um die Zwillinge? Naja, da kommt jetzt auch wieder, leider Gottes, die Venus wandert zurück, natürlich in den Fisch. Also da haben die wieder dieses Venus-Saturn-Quadrat, diese Spannung rauf zu ihrer Sonne. Naja, ich würde sagen, loslassen, was nicht mehr passt. Also da hat man auch oft gern Begegnungen, die greifen nicht, die verlieren sich wieder irgendwo. Viele Zwillinge sagen, er hat mir nicht oder sie hat mir nicht gefallen. Mhm. Es waren jetzt Brauchbare dabei, das gibt es ja auch. Ja. Na gut. Eben, der Sommer ist ja noch hin, die Frühlingsgefühle sind noch da. Natürlich, gell? Was sagen denn die Krebse, beziehungsweise was sagen die Sterne zu den Krebsen? Naja, da kommt die Venus auf Besuch. Also ich würde sagen, das tut schon ihrer Seele sehr gut. Die Venus sorgt ja immer, dass die Gefühlsebene in Harmonie ist, dass man wieder mit seinen Liebsten kann, dass man auch geliebt wird. Also da kommt schon viel entgegen. Also ich glaube, die haben eine wunderschöne Gefühlswoche vor sich. Also auch die Partnerschaft funktioniert da. Also eine super Woche steht den Krebsen bevor. Was sagen die Sterne denn zum Löwen? Ja, kann noch immer ein kleines Stimmungstief sein. Ich glaube, Sport bringt Abhilfe, wenn man ein bisschen down ist. Man braucht nur raus, sich motivieren. Man braucht ein bisschen diese negative Stimmung vom Leibe laufen. Dann geht das schon besser. Übertrieben Sport soll man auch nicht machen. Unter Mars bist du ja energieschwach. Mhm. Du hast ja nicht so ein Energielevel, als wenn es positiv steht. Aber das wird sich wieder ändern. Und was sagen die Sterne bei den Jungfrauen? Ja, ich würde sagen, flexibel bleiben. Die liebe Jungfrauen, wenn sie Single sind, die Venus steht halt auch wieder mal ein bisschen in Opposition. Ja, da flirtet man sehr gerne, aber man kommt übers Flirten nicht hinaus. Und meistens ist es auch so, wenn man halt da irgendwo auch eine Liebe irgendwo stehen hat, kann auch ein bisschen woanders in einer anderen Stadt, irgendwo kommt man nicht zusammen. Mhm. Es ist immer so, ein bisschen so rauf und runter. Auch für Jungfrauen in der Beziehung? Auch in der Beziehung. Dann tut der Partner wieder nicht so, wie man möchte und der Wirbel ist fertig. Ja, es ist leider so. Ihr seid nicht traurig, auch wenn man mal Single ist, es kommt immer wieder neuer. Genau, man ist ja nicht allein auf der Welt. Eben. Wie steht es um die Waage denn? Na ja, die können jetzt wie vom Blitz getroffen werden. Da kann man jetzt die Begegnung des Lebens haben. Gute Sterne, aber ich muss sagen, auch beruflich haben sie so alles jetzt wirklich im Griff. Sie sind so in ihrer Mitte. Die Dinge gehen eher auf, die sie begonnen haben. Super. Dann kommen wir schon zum Skorpion. Ja, also da kommt jetzt die Venus wieder zu Besuch. Also da regiert wieder die Liebe, das Leben der Skorpione. Da sind sie auch wieder streichelweich. Jetzt haben sie wieder einen Stachel gehabt. Also sie werden wieder liebesbedürftiger. Man kann wieder mit ihnen. Die Schützen. Sind da Dates auch gut oder eher gerade die Woche lieber mal? Eher nicht. Eher ein bisschen auf Feuersfüßen, mit Freunden unterwegs sein. Also ist es eher so eine zwiespältige Phase. Ja, ich würde sagen, Saturn lässt sie noch nicht aus ihren Pflichten. Er entlässt sie noch nicht. Es ist eine Phase, wo du halt dein Leben neu ordnen musst, wo die Dinge auch nicht so schnell gehen, wie du willst. Und der Saturn drückt so. Die sind ja lebensfreudige Menschen, die Schützen. Und momentan sagen sie selber, ich fahre mit halber Energie. Und ich rate jetzt wirklich den Schützen, sie können das am besten wegstecken, wenn sie ein bisschen mit netten Leuten unterwegs sind oder in der Natur draußen sind. Sie sind ja naturverbundene Menschen, die Schützen. Das ist eine gute Therapie.
Haben wir die Steinböcke? Die Steinböcke? Ja, also die stellen ja jetzt die Weichen für viel Neues. Also beruflich würde ich sagen, ist der Steinbock jetzt wirklich absolut motiviert, das, was er angefangen hat, auf Erfolg zu bringen. Natürlich ist auch, schlägt sich auch positiv auf die Finanzen nieder, wichtig für einen Steinbock. Weil wenn der Steinbock erfolgreiche Geschäfte macht und die Arbeit gut läuft, dann läuft auch die Liebe gut. Geht also das ist mal so. Ja. Dann kommen wir schon zum Wassermann. Ja, ich glaube, jetzt momentan lohnt sich besser mal nicht das letzte Wort zu haben, liebe Wassermänner, denn sie lassen ja nicht los und dann wird ja der andere gleich angegriffen. Aber momentan würde ich eher 3 Schritte zurück, anstatt 2 Schritte zu weit gehen. Und ich würde auch jetzt nicht dem Chef sagen, was ich alles haben will. Also ich würde mich mit diesen Forderungen jetzt einmal zurückhalten, bis wir diese Sterne besser sind. Weil da sagt man das auch nicht sehr charmant, man sagt das eher ein bisschen aggressiver, fordernder und das kommt nie gut an. Das stimmt. Also lieber noch eine Woche warten, ja, mal aussetzen. Ja. Haben die Fische es jetzt endlich überstanden? Ja, die dürfen jetzt ein bisschen Gas geben. Die Venus kommt zu Besuch, die Gefühlsebene blüht auf, die Leidenschaft ist wieder da. Und ich glaube, es wird schon, schon eine nette Zweisamkeit zu Ostern. Ja, Gott sei Dank. Vielen Dank, Frau Rogers, für den Blick in die Sterne. Und auch wir wünschen Ihnen alles Gute für diese Woche.